Hi. Hallöchen. Falls du dich wunderst, warum ich heute so ein bisschen rustikaler aussehe, ich bin gerade mit meinem Papa im Wald, beziehungsweise er fährt gerade die erste Fuhre Holz weg, die wir gerade gemacht haben. Und ich nutze die Pause, erstmal einen Schluck Tee zu trinken. Und dann möchte ich auch ein wichtiges Thema heute ansprechen und den Tag nutzen. Es ist der 8. März, der Internationale Frauentag. Es liegt mir einfach sehr am Herzen, darüber, ja, diesen Tag zu feiern und diesen Tag zu würdigen und auch ein paar Dinge anzusprechen, die mir, ja, die einfach noch getan werden dürfen. Und ich habe einfach ganz viele Frauen in der Praxis gehabt, wo das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein war. Und auch wenn wir in Deutschland leben, in diesem modernen Land, wo das gleiche Recht für alle im Grundgesetz steht, gibt es noch so viel zu tun. Aber erstmal möchte ich feiern. Feiern mit dir an dem Punkt, wo wir jetzt schon angelangt sind. Ich möchte mich freuen und bedanken für all die Freundschaften, für all die Schwesternschaft, die ich in meinem Leben habe, die mich auf meinem Weg begleiten und die mich feiern und mich auffangen, wenn das gebraucht wird. Und es lohnt sich wirklich, dafür sich einzusetzen. Und es ist jetzt vielleicht 15 Jahre her, dass ich angefangen habe, mein Herz zu öffnen und Frauen oder Menschen allgemein, Männern und Frauen, Vertrauen entgegenzubringen, mich zu öffnen und zu zeigen mit meinen Schwächen. Und ich bin sehr dankbar für den Punkt, wo ich jetzt angekommen bin. Und es gibt noch so viel zu tun. Ich möchte so ein paar Sachen ansprechen. Es gibt, was ich so sehe, also ich werde einfach nur Dinge ansprechen. Man könnte über jeden einzelnen Punkt noch viel mehr in die Tiefe gehen. Also mach das gerne in die Kommentare, wenn du auch wichtige Punkte hast, die, ja, die erwähnenswert sind. Und bitte sei milde mit mir, wenn ich nicht alles, wenn ich manche Dinge nur anreiße. Ich weiß, da steckt so viel dahinter. Es ist so ein bisschen Wind. Ich hoffe, das Mikrofon, dass ihr mich trotzdem versteht. Und zwar die Geschlechterrollen. Ja. Und ich möchte auch ganz deutlich sagen, dass es mir nicht darum geht, jetzt Männer auszuschließen. Ich weiß, es funktioniert nur im Miteinander. Ja. Männer gehören genauso zu unserer Gesellschaft und nur wenn wir uns gemeinsam entwickeln und ich weiß, dass beide Seiten das wollen, dann werden wir in einer neueren, noch schöneren Welt leben. Schön im Sinne von gleichgestellt. Also ich bin nicht für Gleichmachung. Ja? Männer sollen nicht wie Frauen sein und Frauen sollen nicht wie Männer sein, aber die Gleichstellung, also dass beide Geschlechter beides die freie Wahl für alles haben. So. Auch wenn ich weiß, dass wir unterschiedliche Ausprägungen haben, ja, gerade beim Körper und so. Beim Körper sind wir schon bei einem wichtigen Thema, Bodyshaming. Ich denke, in diesem Bereich, ja, wie wir Frauen uns wohlfühlen in unserem Körper, dass wir uns so annehmen, wie wir sind, da ist noch ein weiter Weg. Es gibt einfach seit Jahren natürlich schon immer wieder Wellen, wo das so aufkommt. Jetzt, dafür möchte ich gehen, dafür möchte ich meine Kraft einsetzen und dafür möchte ich, das möchte ich in die Welt bringen. Ja, dass wir einfach Ja sagen können zu unserem Körper, wie wir sind, egal wie wir gerade sind. Das andere Thema, ich habe es eben schon angedeutet, habe da einen kleinen Ausschwenker gemacht. Es gibt einfach viel Rollendenken, viel Rollensehen. Also das ist jetzt was für Jungs, das ist für Mädchen. Das fängt in der Bildung, in der Schule an. Was trauen wir Mädchen zu? Was trauen wir Jungs zu? Ja, einfach dafür die Sinne zu schärfen und dieses geschlechterspezifische Erziehen, ja, da einfach weg von zu kommen und da bewusster zu werden und die Wahl zu stellen. Möchtest du mit Puppen spielen? Möchtest du einen Rock anziehen? Möchtest du eine Hose anziehen? Möchtest du mit Lego spielen oder was auch immer, was es da so gibt?
Aber es fängt wirklich da an, ja, schon ganz klein, ziehen wir rosa oder hellblau an. Ne? Also diese Rollen, in die wir da so geschoben werden, was manchmal ganz subtil auch nur ist. Und da einfach so eine Achtsamkeit für zu entwickeln, wo das auftaucht. Ja? Nur weil jetzt viele Frauen in der Politik sind, die sich dann aber wie Männer kleiden und wie Männer benehmen, heißt es nicht, dass die weibliche Qualität, die es wirklich viel, 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 viel mehr in der Welt braucht, deswegen mache ich auch dieses Video. Frauen, wir sollten für uns und für die Welt um die weiblichen Qualitäten mehr reinbringen. So, ja? Also, das war der zweite Punkt, Rollendenken, da so ein bisschen aufzuweichen und zu gucken und bewusst zu machen und die Wahl, sich wirklich zu entscheiden. Wenn du einen Rock anziehen möchtest als Frau, dann tu das unbedingt. Ich liebe es, Röcke zu tragen. Und wenn du das als Mann machen willst, dann tu das. Ich komme ja gerade aus Indien, da ist das ganz normal. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den ich ansprechen wollte. Genau, in der Arbeitswelt einfach. Ne? Da gibt es auch immer noch so viele Punkte, wo Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden. Ja, was mir immer wieder wehtut, ist, wenn ich höre, dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Und das in unserer Zeit. Ja, ja, lasst uns sparen. Wir stellen mehr Frauen ein. Hallo? Wo leben wir? Also, da gibt es noch viel zu tun. Ja, macht die Augen auf und lasst es nicht mit euch machen. Frauen, ihr lieben Frauen. Ich habe schon so viele Jobs gewechselt, wo ich gemerkt habe, ich werde da mit meinem Wesen nicht gewürdigt in dem, was ich kann und so. Und dann, ja, lasst euch nicht klein machen. Und lasst uns gegenseitig dabei unterstützen. Ich war ja gerade in Indien und da ist mir das nochmal so aufgefallen, wie gesegnet ich hier schon bin, in Deutschland, in Europa, was ich als Frau schon alles darf und nicht darf. Und dann aber mir auch bewusst zu machen, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass Frauen zum Beispiel wählen gehen können. Wir mussten ich glaube es waren die 60er, 70er Jahren, musste die Frau noch den Mann fragen, ob sie arbeiten gehen dürfte. Also es ist noch nicht so lange her. Auch die sexuellen Übergriffe, sexuelle Gewalt war so viele Jahre im Dunkeln und erst, ja, ich habe die Zahlen leider nicht im Kopf, aber es ist noch nicht so lange her, dass diese Debatte an die Öffentlichkeit gekommen ist. Die 70er, 80er Jahre waren das, glaube ich. Ja, wo die freie Liebe ins Leben kam und oder mehr publiziert wurde in die Welt und da dann auch viele, also die Emanzipation so richtig, also eine neue Welle kam und da auch die ja, sexuelle Gewalt, die an Frauen verübt wurde und wird, immer noch wird. Also es gibt noch viel zu tun. Und mein Credo ist wirklich, miteinander, füreinander zu gehen, uns gegenseitig zu unterstützen, füreinander da zu sein und einen friedlichen Weg zu gehen. Ja. Das männliche Prinzip, das ist oft sehr beschneidend und traut sich auch, kriegerisch zu sein, ja, die ganzen Kriege in der Welt. Wenn wir Frauen mehr in unsere Kraft gehen und mehr diese Qualität in die Welt bringen, das weibliche Prinzip, ich sage nicht Frauen und Männer, ne, sondern diese Urprinzipien, dann sehe die Welt ganz anders aus. Und deswegen möchte ich einfach ja, mich dafür aussprechen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und auch die Männer mit einbeziehen. Ja, es wird nur funktionieren, wenn die Männer und Frauen, wenn wir das gemeinsam angehen und uns gegenseitig unterstützen. Die Männer, die mehr in die Gefühle kommen und nicht nur die Geldverdienerrolle in einer Familie haben, sondern wirklich ihre Vaterrolle einnehmen, präsent sind. Ja, die Welt würde ganz anders aussehen. Und ja, wir Frauen einfach uns trauen, unsere Meinung zu sagen, uns trauen, für uns einzustehen, unseren Platz einzunehmen in dieser Welt. Und das passiert nicht von heute auf morgen, das ist ein langer Weg, ich weiß. Und deswegen ist es so schön, wenn wir uns
wenn wir da füreinander da sind. Und schau in deinen Umkreis, welche Frauen, wo spürst du diese Kraft, mit wem möchtest du dich verbinden, und ja, lass dich da immer weiter inspirieren. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Jetzt wird als nächstes, glaube ich, wieder ein ein Bangkok-Video kommen. Mir war nur der 8. März jetzt so wichtig, das auszunutzen. Schau einfach mal hier, erscheinen noch andere Videos, und du kannst auch den Kanal abonnieren, wenn du, und die Videos teilen auf Social Medias, wenn du einfach diese Botschaft weiter verbreiten möchtest. Und ja, lass uns eine neue Welt kreieren, eine friedliche Welt.